literal mess. This, I need no subtitle to understand what they're doing. Their action speaks even louder than their words. Like, I don't need anybody to interpret this to me. Like, this is just humanity at its. Hello guys, welcome back to the channel. So today I'm going to be showing my mom this particular video. 2000 bias came out for a 6-year-old cancer patient. Like, it's mind-blowing. I haven't seen the video yet, but it's mind-blowing. Like, this is what humans are, you know, created for, and seeing it, you know, people doing it in reality. Because 2000 bias, this, it's so hard to convince one person to do something. So talk about convincing a whole 2000 bike men. Or am I mistaken? Is it 2000 or 200? Guys, let's get right into the video of today. Thank you. Yeah. Also heute machen wir ein kleines Event. Der kleine Kilian, 6 Jahre alt, leider krebskrank, hat sich dieses Event gewünscht. Einmal noch, dass viele Motorräder an seinem Haus vorbeifahren und für ihn Krach machen. Daher auch der Slogan dieser ganzen Geschichte, Krach für Kilian. Kilian ist 6 Jahre alt, hat leider diesen Kampf verloren, ist begeisterter Motocross-Fahrer mit seinen 6 Jahren und daher kommt das Interesse daran. Und es war ein Wunsch von ihm. Es gibt eine Sprachnachricht, die er bei uns in der Gruppe gepostet hat. Und das haben wir zum Anlass genommen, dass das hier jetzt entstanden ist. Vom Ablauf ist es geplant, bis 12 Uhr ist die Anreise auf diesen Marktplatz und auf die umliegenden Gewerbegebiete. Das koordiniert die Polizei. Wenn hier voll wird, das Outfit ausgewichen auf die Außenflächen. Die werden dann auch von der Polizei, wenn der Marktplatz leer ist, abgerufen, sodass auch die natürlich zeitig sich am Corso anschließen können und an der Aktion teilnehmen können. Vorbereitet haben wir Schilder, wann ihr denn Krach machen dürft. Da stehen natürlich mehrere Häuser. 3, 2, 1, Krach. Und dann geht das los. Dass so viele Leute zusammenkommen, so viele Motorradfahrer zusammenhalten, hätten wir jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber mega Aktion. Wir haben uns auch echt viel Mühe gegeben und wir hoffen, dass alles gut klappt, so wie wir uns das vorstellen. Ich muss dafür sorgen, dass die Leute hier vernünftig reinfahren, sich vernünftig einreihen. Ja, das ist mein Job heute. Das klappt sehr gut, ja. Die hören sogar auf mich, das ist das Gute. Einfach nur viel Glück und dass sie aufpassen sollen, dass unterwegs nichts passiert. Es ist super toll, finde ich. Diese Aktion finde ich richtig klasse. Ich finde es gut, dass für den kleinen Jungen was gemacht wird. Es ist unwahrscheinlich traurig, sein Schicksal so mitzubekommen. Und da finde ich es klasse, dass die Motorradfahrer sich bereit erklärt haben, hier heute herzukommen und Krach für ihn zu machen. Finde ich gut. Ich finde die super. Das zeigt sich, dass die Menschen doch noch das Herz am rechten Fleck haben. Sehr bewegend, emotional. Oh, ich denke mal 15.000 mindestens. Also das wird richtig voll werden. Es ist auf Facebook 30.000 Mal geteilt worden. Das ist der Wahnsinn. Phänomenal. Anders kann man nicht sagen, großartig. Und wir finden das so toll, dass das für das Kind gemacht wird. Ne? Ich könnte heulen, muss ich echt sagen. Mich betrifft das sehr. Kilian fährt gerne Motorrad und sein Vater hat auch eins. Via Facebook habe ich das gesehen, ja. Da habe ich gedacht, van, nou, fahre ich nach hinten und dann ja, bin ich dabei. Wir kommen aus Goslar, aus dem Harz und wir haben das im Internet gesehen und dann haben wir uns überlegt, da wir hier Verwandte haben, also meine Mutter lebt hier, haben wir gesagt, komm, das machen wir, da fahren wir sofort hin, das ist für immer eine schöne Aktion. Ja.
unglaublich. Also Gänsehaut. Eigentlich ist es schön, so ein riesen Motorradtreffen mit so vielen Motorrädern zu haben. Aber wenn man den Anlass dann nimmt, dann ist es eigentlich total traurig. Und man könnte wirklich weinen, obwohl man den Kleinen wirklich nicht persönlich kennt. Ja, wir haben überlegt, wir wollten eigentlich hinten auf meinen Gepäckträger so einen riesen am Schaumstoff, den wollten wir beschriften. Und dann ist uns das aber ganz schwer gefallen, heute Morgen irgendwie was Passendes an Worten zu finden. Und dann haben wir gedacht, weil es ein Sechsjähriger ist, wir nehmen Luftballons und packen die einfach ein bisschen ein. Das ist für das Kind gedacht, ja. Ich finde die Aktion, die sie hier machen, richtig gut. Also ich kann, bin auch die Tränen nah. Gänsehautmomente, das ist der Wahnsinn. Also ich komme gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr. Gucken Sie, das ist einfach Gänsehaut. So viele Motorräder hier in Rauderfehn, der Wahnsinn. Es ist so toll, es berührt einen und ich finde das klasse hier. Ja, es bleibt manchmal die Stimme weg. Also es ist sehr traurig und gerade für die Eltern von so einem kleinen Jungen und dass da nichts zu machen ist. Und deshalb finde ich das so toll hier. Im Großen und Ganzen ziehen wir ein positives Fazit. Alle Motorradfahrer haben sich an die zuvor vereinbarten Regelungen gehalten, haben sich respektvoll verhalten. I need no subtitle to understand what they are doing. Their action speaks even louder than their words. Like, I don't need anybody to interpret this to me. Like, this is just humanity at speak. Like, wow. Not that we have many in the country, but you lose one. See, if we lose one, we look like we lose many things. But some places, you lose one, you lose 10, you lose 100, they will not take like anything. But you are one person. This touch. This is really amazing. Guys, thank you for watching to this point and see you in my next reaction. Like, bye.